Ihr erinnert euch an den letzten KI-Film, den wir genau hier gedreht haben? Nein? Dann klebe ich euch den nochmal in die Kommentare. Und es gibt noch so viel mehr, was man mit einer KI machen kann, was über das Lernen hinausgeht. Da tauchen wir heute mal tiefer ein. Wie wir mit einem Avatar wie Martin Luther lernen können, hat uns Wladimir beim letzten Mal schon gezeigt. Aber du hast auch gesagt, da geht noch mehr. Avatare, Babyboomer. Um was geht's da? Wissensspeicherung. Entwicklung von Trainingsdaten, Assistenzavatare, die mir bei der Arbeit helfen, oder aber Simulationsavatare, die in Form von Trainings eingesetzt werden. Was sind deine Stärken? Meine Stärken sind Fähigkeiten in der Problemlösung und Innovation, Erfahrung in der Führung kleiner Teams, Expertise in mehreren Programmiersprachen, Java, Python, JavaScript und die erfolgreiche Implementierung agiler Methoden. Also sie ist trainiert, Jobinterviews zu simulieren. Ja? Das heißt, du kannst praktisch, wenn du ein angehender Recruiter oder Recruiterin bist, mit ihr 24/7 deine Fragetechnik trainieren. Ja? Und das geht in diese Simulationsavatare, dass du die Möglichkeit hast, immer wieder dich selber weiterzuentwickeln. Das Modell dahinter lernt. Wie erstellt ihr so ein Avatar? Also wir kreieren praktisch Personen. Ja? Und das läuft so, dass Expertinnen aus dem HR-Bereich hingehen und aus klassischen Jobinterviews, die von Menschen geführt werden, die Modelle dahinter trainieren. Wie werden die denn sonst noch genutzt, also außerhalb von HR? Wo sind noch Anwendungsfälle dafür? Ja, also wir hatten ja eben über die Babyboomer gesprochen. Und dort ist es so, dass bevor die in Rente gehen, könnte ihr Knowledge mittels dieser Technologie konserviert werden, um dieses Wissen dann verfügbar zu halten für die nächsten Generationen der Ingenieure, der Marketing-Experten etc. Wie kommt ihr denn an diese Daten? Das ist doch ein Wust an Wissen, der da existiert. Ja, genau. Also auf der einen Seite müsste man wie mit Menschen, wenn man etwas erfahren will, mit denen sprechen, Interviews führen. Ja, anhand von bestimmten Fragetechniken evaluiert man das. Zudem muss man sich anschauen, welcher Teilbereich für die Organisation wichtig ist. In welchem Bereich ist das Wissen essentiell? Wie funktioniert das, wenn Daten noch ergänzt werden sollen? Das Modell selber kann immer wieder geupdatet werden. Das heißt, gibt es Veränderungen, gibt es Neuerungen, können diese dem Modell hinzugefügt werden. Ähnlich wie bei Martin Luther, wenn weitere Texte referenziert werden müssen. Also beispielsweise können Referenzlinks gesetzt werden, ja? Dass man sagt, bestimmte Webseiten werden einbezogen. Oder aber du nutzt Datenbanken, auf welche du referenzierst, die dann von dem Unternehmen kommen und dort können immer wieder neue Inhalte hinzugefügt werden. Wie trainiert ihr solche Modelle? Ja, also meistens machen wir Workshops mit den Kunden und erfragen darüber halt das Wissen in den Interviews und auch in diesem Workshop. Und die Daten bereiten wir dann halt technisch halt so vor, dass sie in einem technischen Datenformat halt vorliegen, die wir da halt der KI dann halt zuführen können. Verstehst du dann alles, was da an Wissen reinkommt? Nee, natürlich nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass die KI da ihr Übriges noch tut und mir das halt beibringen kann. Das heißt, es gibt nochmal so eine Endschleife und die Person, die ihr interviewt, kontrolliert das nochmal. Ja, genau. Also es gibt immer Experten, die drüber schauen und wir selber schauen auch, ob die Antworten halt auch logisch sind bei Testfragen. Und du unterschreibst die Verschwiegenheitsklausel. Ja, das auf jeden Fall. Woher weiß ich dann, dass der Avatar die Wahrheit erzählt? Also wenn ihr meinem Avatar eine KI hinten beigibt, woher kann ich sicher sein, dass da kein Unfug bei rauskommt? Wir glauben sehr stark daran, dass diese Modelle offen sein müssen. Also der Open-Source-Gedanke. Und somit habe ich in der Transparenz die Möglichkeit, dass ich nachschaue, womit ist das Large Language Model trainiert worden und welche Daten liegen dahinter. Und stelle somit auch sicher, dass da kein Unfug mitgemacht wird, ja, dass ich dem Avatar irgendwelche Daten gebe und der Jürgen dann auf einmal bestimmte Dinge erzählt, die gar nicht zu dir passen. Aber wie können das Leute feststellen, die sich nicht so tief mit der IT beschäftigen? Für jemanden, der nicht tiefer in dem Thema ist, ist es gar nicht so einfach, dies zu tun. Man kann es nachlesen, man kann sich bestimmte Dinge erarbeiten, aber es ist nicht wie
ich gehe auf eine Webseite, habe die allgemeinen Geschäftsbedingungen und weiß, wie der Hase läuft. Also so weit ist die KI nicht. Ich glaube, dass der Gesetzgeber gefragt ist, bestimmte Rahmenbedingungen zu schaffen, die auch dem Otto-Normalverbraucher die Möglichkeit geben, zu verstehen, was passiert da eigentlich. Was kann ich als Otto-Normalverbraucher machen, damit ich es besser verstehe? Wir als User müssen uns jetzt schon ein paar Gedanken machen. Wie ist der Effekt der KI auf mein Leben, beruflich und privat? Und auf der anderen Seite müssen wir vom Gesetzgeber einfordern, dass die Rahmenbedingungen so geschaffen werden, dass ich nicht betrogen werde, dass ich nicht reinfalle auf eine Lüge einer KI, weil sowas gibt es ja auch. Und wie schaut es bei euch? Würdet ihr euren Avatar mit einer KI verknüpfen lassen? Schreibt es mal in die Kommentare.